Moin zusammen und willkommen im Geheimbund. Wir spielen das Bonuskapitel. Nichts wie rein da. Der Schaden ist groß. Die Musik ist episch. Die Vögel sind frei. Und die Menschen auch. As thanks for saving Ehrenhardt, King Amadon named me the caretaker of the Forest of Hope. I'm going to explore the property. After all I've been through, I need a vacation. Naja. Vacation-Spiele haben noch nie gut funktioniert. Wer bist du denn? Oh, Are hi. you Lady Sarah, the new caretaker? I'm Hi. afraid you couldn't have come at a worse time. The worm has returned. I saw it with my own eyes. I taught that shapeshifter a lesson, scared him real good. But my best pal Burdick here wasn't so lucky. I'm Muffler, by the way. If you've got any medicinal herbs for him, I'd be grateful. Okay, heile das Einhorn, natürlich. Was ist hier los? Was ist hier los? Ey, ich bin noch gar nicht richtig eingezogen. Und hier ist schon wieder Ramazama. Bringe mir bitte heilende Heilkräuter. Ja, natürlich. Kann ich mich erstmal in der Hütte umsehen? Ach, das ist seine Hütte. Oh, okay, was haben wir da oben? Blümchen. Das bewegt sich keinen Millimeter. Aber wir sammeln das erstmal ein. Okay. Hier schnurrt eine Katze. Oh, guck mal. Was sich da oben auf dem Ofen versteckt, das sehe ich doch von hier. Och, wie süß. Und da ist auch noch irgendwas. Und hier liegen lecker Sachen rum. Und da komme ich nicht ran. Dass der noch nicht verkohlt ist, ne? Verglüht, verkohlt, für irgendwas. Was sich da oben versteckt. Okay. Er sammelt alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Oh, muss er vielleicht auch. Die Schere können wir nicht mitnehmen, den Apfel auch nicht, weil hier fehlt nämlich ein Griff. Ein Griff für die Schublade. So, was ist hier? Da braucht es einen Schlüssel. Okay. Ob wir ihn danach fragen können? Hey, gib mal den Schlüssel. Nee, macht er nicht. So, was haben wir hier? Das ist ein Schubladengriff. Das ist schon mal sehr gut. Insekten mögen diesen süßen Saft. Okay. Die Portale sind überwältigend. Ja, da gehen wir gleich mal näher ran. Ne? Hier liegt doch noch was. Mufuas Wunschliste. Opas Taschenuhr, Bild meiner Eltern. Was? Holzspielzeug, Einhorn, Elefant und Greif. Okay. Heißt das, dass wir das auch noch finden müssen? Sieht ganz so aus. Ne? Sieht ganz so aus. So, lass uns mal die Schublade reparieren. No. Einfach reingesteckt, dann geht das auch wieder. Cool. Das nehmen wir mit. Was ist das? Die Sternblume ist eine seltene Pflanze mit großer Heilkraft. Sie blüht nur auf, wenn ein Schmetterling sich auf ihren Blütenblättern niederlässt. Ah, okay, gut. Wir brauchen also den Saft. Und nehmen die Puppe mit, daraus wird ein Schmetterling. Da setzen wir uns drauf und dann brüten wir ihn aus. So, dann brauchen wir diesen Saft, den wir gerade gesehen haben. Und tada, wir haben wieder ein quicklebendiges Einhorn. Natürlich. Das nehme ich auch mit. Nehme ich noch was mit? Warum sind wir noch in der nahen Sicht? Irgendwas wird es da noch mitzugeben geben, ne? Oh, vielleicht auch nicht. Okay, gehen wir erstmal hier ran. So, mit der Zange da rangezuppelt. Na? Jawohl, vielen Dank. Der ist auch schon so weit abgekühlt und die Plastikteile sind auch nicht verschmort. Sehr gut, das nehme ich auch mit. Was ist das? Eine Speiche. Ach was. Okay, so, jetzt sollten wir hier doch drankommen können, ne? Können wir den hier. Nee. Ich muss den einmal an etwas hängen. Warte mal. So, okay, das ist schon dran. Nee, ich muss ihn noch reinhauen, ne? Der sitzt zu locker. Können wir mit der Zange reinhauen? Das geht natürlich nicht. Was hast du dir nur gedacht? Nee, nee, nee. So einfach wird's nicht. Okay, gut. Wir müssen uns weiter umsehen. Ja, macht ja nichts. Ach, guck mal. Ja, sieht schon besser aus. Ist schon ziemlich cool. Hi, wer bist du? Alle Lebewesen in diesem Wald sind jetzt in Gefahr. Warum? Das nehme ich mit, das auch. Hat er hier liegen lassen, ne? Blatt? Nee, Teil der Spieluhr. Okay. Was ist das hier? An diesem Fels sitzt ein Kristall. Können wir den rausfummeln? Nee, können wir nicht. Jedenfalls nicht mit diesem Werkzeug. Sie sehen wie Eingänge aus. Tore, nenn es ruhig Tore. Okay, hier gibt es nichts weiter zu sehen. Lalalala. Okay, dann gucken wir hier hinten auch nochmal. Ah. Welcome.
You must be the new caretaker. I've lived in this forest many centuries, watching over three tribes living here. Once, long ago, the worm tried to control me, but the elders of the three tribes defeated him, using the magical altar you see before me. However, lately the elders have been arguing amongst themselves. In order for the magic to work, they must use their cover stones on my altar. Without them, I shall fall. And if I do, the worm shall conquer the rest of Ehrenhardt. Ich verstehe. Okay, ich verstehe, das gibt er uns. Okay. Wer ist denn das? Spinnt der? Der Wald der Hoffnung ist in ernsthafter Gefahr. Oh, Schmetterlinge lieben Süßes. Ach, das ist diese Blume, ne? Was ist das hier? Und da haben wir jetzt was zum Ausbrüten. Jawohl. Wenn der Drache sich im Wald breit macht, gibt es keine Hoffnung mehr für Ehrenhardt. Aber das Problem ist nicht der Drache, sondern dieser Typ da, ne? Halt, das nehmen wir auch mit. Oh ja, okay. Ja, ich weiß schon, was damit anzufangen. Was haben wir hier? Oh, Entschuldigung, muss husten. So, Wasser könnte ich in einem Blatt holen. Gut, ja, so, funktioniert. Cool, Schmetterlingspuppen entwickeln sich schneller, wenn sie mit Wasser bedeckt sind. Ist das so? Okay, ob ein Schmetterling den Wald zum Aufblühen bringt, weiß ich nicht. Gut, und hier haben wir irgendwas. Hier fehlt was. Hier gehört die fertige Altarplatte hin. Natürlich. So, okay, da hinten. Die Landschaft hier muss normalerweise atemberaubend sein. Ja, und das mit dem Urlaub hat irgendwie auch nicht so richtig geklappt, ne? Aber gut. So, hier kommen wir weiter. Zack, Kavums. Okay, machen wir den Baum kaputt. Hm. So, das süße Harz nehmen wir mit. Oder den süßen Nektar, je nachdem. Wir kommen hier immer noch dran, weil, ne, brauchen wir wohl noch. So, jetzt können wir diese Blüte dort, genau, Blüte dort beträufeln. Und der Eimer interessiert den Schmetterling natürlich nicht, sondern nur die Blüte. Natürlich. So, alles klar, da ist die Blüte. Vielen Dank. Nehmen wir dem Schmetterling seine Nahrungsquelle weg. Was soll's? Heilende Blüte. Oje, 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 du Ärmster. Ah, es funktioniert tatsächlich. Thanks to you, Bertuk's feeling much better. Be careful in the forest. The worm is capable of all sorts of mischief. It's even stolen my most precious collectibles. Oh, das ist aber nicht gut. Krankenschwester, ja. Okay, hast du da noch irgendwas? Ohne meine Spielzeuge fühle ich mich so allein. Och, du Ärmster. Aber er will uns doch hier irgendwas zeigen, ne? Oh. Sieh an. Ach. Das ist ja cool. Okay. Die Taube hat etwas mitgebracht. Also erst einmal, Dankeschön. Das ist ja lieb. Was hast denn du da? Hi, Taube. Okay. Du hast, liebster Neffe, ich weiß, wie eifrig du alten Nippes sammelst. Gestern habe ich auf meinem Spaziergang dieses Holzeichhorn gefunden. Es lag am Ufer eines Flüsschens. Vielleicht ist es ja das, was du kürzlich verloren hast. Wenn ich mich nicht täusche, war es dein Lieblingsspielzeug, oder? Ich hoffe, du freust dich. Ich vermisse dich, dein alter Onkel. Och, ist ja niedlich. Okay, so, nehmen wir mit. Lass mal gucken, was ist denn das hier? Okay, dieses Ornament scheint einen geheimen Zugang zu öffnen. Was fehlt etwas? Ja, hier wahrscheinlich dasselbe. Ja, hier fehlen die Kacheln. Ah, guck mal, die haben wir aber schon. Okay, so, kann ich da schon was mitmachen? Nö, ich brauche erst wieder dieses Ding da unten. Was ist das hier? Okay. Ja gut, wir brauchen irgendwie so Steine, irgendwas. Guck mal, da oben ist auch was eingeritzt. Nee. Okay, gehen wir ihm schon mal. Was ist da los? Der Drache kommt immer näher. Aber das war doch eine Schlange. Was, hä? Was hat er damit? Little Burdock, where did you find him? Oh. Here, take anything you like from my cupboard. It's the least I can do.
Ach, das ist ja nett. Dankeschön. Schrankschlüssel. Okay, ja, okay. Bist du sicher, dass ich das darf? Vielleicht frage ich vorher nochmal. So, okay. Zack. Kavum und es wird gewimmelt. Sehr schön. Vorhängeschloss. 5 goldene Eier, Kompass und Trauben. Oh, Ei, Ei. Ei, Ei. Oh, das war kein Ei, das war eine Pfeife. Okay. Goldene Eier, Kompass, Trauben. So, das. Da hinten ist ein Ei. Da ist auch noch ein Ei. So, was mache ich hier? Eine Raupe. Apfelrest, Elfenrunden. Apfelrest, Apfel. Du hast aber einen guten Appetit, du. So, Vorhänge, Schloss, Kompass, Muschel, Sextant und Anker. Das da ist der Sextant. Vorhänge, Schloss. Kompass, Muschel, Anker. Kompass, nee, Muschel, Anker, Kompass könnte auch ein Zirkel sein, ne? Je nach Übersetzung. Pilz und Fee sollen wir auch noch finden. Da ist die Fee, die Lilifee. Pilz und Pilz. Tanja, du weißt Bescheid. Kompass. Kompass, Kompass, Kompass. Halt mit dem Schlüssel. Können wir da oben die Schatulle aufschließen? Jawohl. Und dann kommen wir an die Rune heran. Sehr gut. In Sachen Kompass hat uns das jetzt noch nicht wirklich weitergebracht, ne? Ah, ach so, das ist die Windrose. Stimmt, die wird auch als Kompass bezeichnet. Elfenportal-Rune. Ja, sehr cool. Können wir hier dann schon mal mehr machen? Waffe sammelt alles, ja. Hier oben, da gehört noch ein Blümchen rein. Und dann geht das. Moment, können wir das da abzwackeln? Nee, wahrscheinlich erst, wenn die Blüte dran ist, ne? So, und du? Können wir dich mal stören? Schubs? Nein. Lässt sich nicht stören. Okay, dann gehen wir doch mal zu dem Portal. Die Elfenrune. Diese hier, das sieht wieder eine Elfe aus. Ah ja, okay, gut. So. Setze das Mosaik zusammen, indem du die Kacheln vertauscht. Wähle 2 Kacheln aus, um ihre Position zu tauschen. Natürlich. Du warst irgendwie hier unten, ne? Rastet das ein? Nee, es rastet nicht ein. Okay, so der Daumen könnte hier hinkommen. Ja. Hier ist ein Stück vom Arm, von der Armbeuge. Das ist das hier. Hier, Oberarm. Du brauchst erstmal eine Krone. Das hier, nee. Da eher so, nee, auch nicht. So hier so, auch nicht. So da so, das passt, okay. So hier am Kopf, dann passt das ganz gut mit diesem Kleid, Ausschnitt, Kragen, was immer das ist. Hier oben kommt das hin. Du, das Ohr hier. Das wohl dahin. Du hier hin. Ja, ach so, das war's schon. Okay. Yeah. Öffnet sich hinter dem Portal das Zwergenreich? Nee, das Elfenreich. Hi, wer bist du? Yes, I am the elder of the elves. But I cannot help you. We know of the Tree of Life's plight, but we have our own problems. For one thing, a mysterious creature invaded our realm, leaving a chest at our sacred shrine. Now black smoke is covering it. But what's worse, our prince has been poisoned by those treacherous fairies. Only their sacred flowers secrete that poison. Even if I wanted to help you, our cover stone is in the palace, and we can no longer enter it. Du meine Güte, das ist ja gleich ein ganzer Bunch hier. Also erstmal bist du für eine Elfe ziemlich groß. Ein kranker Prinz ist dort. Ja. Okay, das nehme ich mit. Jut. Warum ruckelt es gerade so? Das ist komisch. Brücke, hier können wir erstmal gucken. Der seltsames Beil scheint den Schrein zu vergiften, aber ich komme da nicht ran. Können wir den da rauszuppeln? Nein. Okay, und da komme ich nicht hin, ne? Der schwarze Rauch ist gefährlich, offensichtlich. Gut, gehen wir mal weiter. Ich sehe mich erstmal um, ne? Das nehmen wir mit. Na klar. So, hier klimpert was. Noch, hier ist noch irgendwas.
Was ist hier? Wieso sind wir noch in der nahen Sicht? Weiß ich nicht. Doch, wir kommen da wieder hinein. Diese Elfenhäuser sind entzückend. Für eine Elfe war die ganz schön groß, ne? Oder? Ist das eine Fehlannahme? Das nehmen wir mit. Hier klappert irgendwas. Dem Rad fehlen 3 Speichen. Ah, dafür sollten wir die sammeln. Hier ist aber auch keine dran. Und ein Seil fehlt auch noch. Na, fabelhaft. Da oben ist was zu hoch. Ich brauche Hilfe. Kumpel! Oh. Oh. War jetzt nicht so direkt das, aber hast du schön gemacht, ehrlich. So, und zack, haben wir einen Seil, ne? Ja, irgendwie schon. Komm, passt das daran? Nee, das war es leider nicht. Warte mal, habe ich es noch nicht getroffen? Was klappert denn hier so? Die Mühle klappert am rauschenden Bach. Hm. Ja, das fand ich auch schon hier, die Elfenhäuser. Das fand ich auch in der Herr der Ringe immer schon so schön, wie fein die ausgeprägt waren. Bruchtal, wunderschön. Und dann noch mit dieser Beleuchtung bei Galadriel, hieß sie nicht so? Das fand ich mega. Okay, aber was machen wir jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Also mit dem Wollknäuel und mit der Leiter. Sollen wir irgendwas können wir machen, ne? Kommen wir da oben ran? Nee. Du wartest hier, ne? Na gut. Okay, was machen wir jetzt damit? Da komme ich immer noch ran. Warte mal, hat sich das denn inzwischen erledigt? Nee. Teddybur, Alter, Steckenpferd. Oh nee, sag nicht, dass ich diese ganzen Sachen da noch finden muss. Ist denn ein Wollknäuel auch darunter? Nee. Okay. Gut, was finde ich hier? Das muss der Drache gewesen sein, ja. Da kommen wir noch nicht weiter. 2 und 3. Wasser kann ich nicht mehr schippen. La 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 la. Und du brauchst... ja, genau. So, aber hey, was kann ich denn jetzt mit der Leiter anfangen? Ach so, warte mal, ich könnte vielleicht hier oben hochsteigen. Stimmt. So, hi Kitty. Oh, bist du süß. Ich muss dem Kätzchen etwas zu spielen geben. Oh. Dankeschön. Beigriff, alles klar, dann können wir das schon mal in Ordnung bringen. Das ist super. So, daran. Und wenn das Beil denn so ein verfluchtes ist, nehmen wir es jetzt mal weg. So, jawohl, verfluchtes Beil. Hier oben gehört noch was rein, wie eine Krone. So, wo ist er hin? Weg ist er. Okay. Palast. Thank you for dissipating that smoke. And restoring access to the prince. It seems I owe Mufar for bringing you here. So please pick a wooden toy for him, as a token of my appreciation. I'm afraid I cannot fight the worm with the prince in this state. If you could find 4 healing crystals, we could attach them to his bed and speed his recovery. Hm. Das will ich gern tun, kein Thema. Wir kümmern uns schon drum. Aber erstmal wird hier gewimmelt. So, 6 Dominosteine, Seepferdchen, Holzgreif und eine Schleuder. Ein Holzgreif haben wir hier. Was? 6 Dominosteine. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, easy. Seepferdchen. Das da. Schleuder, Armband, Blumen, Kreisel. Kreisel ist hier. Schleuder. Da, ne? Armband. Blömkes. Armband. Das Pferd braucht noch einen Reiter, ne? Ist das der Reiter? Nee. Ach, hier, da. Da? Wieso braucht das unbedingt einen Reiter? Das kann auch ganz gut ohne existieren. Blumen, Löffel, Blatt und Herz. Löffel, Blumen, Blatt und was ist hier? Glas Wein. Leere Taste, was für ein trauriger Anblick. Ja, ich werde auch immer ganz traurig, wenn ich keinen Alkohol neben mir stehen habe. Oh. Armband und Herz. Armband und Herz. Spaß. Wehe, das nimmt hier jemand ernst. Herz ist hier, die Nase. Oh. Und ein Armband. Ach, hier oben. So, Holzgreif, jawohl. Danke dir. So, wie können wir noch weiterhelfen? Hier, die nehme ich erstmal mit. Eine Feder, 5 Federn. Hier fehlt aber mehr.
Einige Teile fehlen, ja offensichtlich. Ah, das werden die hier sein, ne? Okay, liegt aber nichts daneben. Was für eine schöne Kiste. Kind, armer Prinz, ich muss ihm helfen. Vielleicht hängt das ja auch alles zusammen, dass er erkrankt ist, weil... heilende Kristalle? Da haben die extra eine Vorrichtung für gebastelt. Ins Bett? Die wussten schon, dass sowas passieren wollte. Okay. Ja, vielleicht hängt das zusammen. Der Drache und Esther. Holzgreif und verfluchtes Beil. Gut, gehen wir dem ersten... Nee, warte, noch einen. So. Was war das denn? Jetzt war ich zu schnell. Was ist hier? Oh nein. Die Kälte breitet sich aus. Das war's. Hier, der Greif, guck mal. Yes, this is one of the ones I lost. Here, this key will let you enter the land of the fairies. I trust that you will use it wisely. Aber ich habe doch schon einen. Was? Ich habe doch schon eine Feenrune. Da bin ich doch schon drin. Hä? Feenrune-Portal. Okay. Okay. Sind das dann mehrere hier? So vielleicht? So? Tatsächlich. Okay. So, setze das Mosaik zusammen, indem du die Kacheln vertauschst. Wähle zwei Kacheln. Ja, das kennen wir schon vom letzten Mal, ne? So, hier ist eine Fee drin. So. Ja, passt da oben zu den Fühlern. Gut. Du könntest hier... Nee, vielleicht doch eher hier. Nee, da unten war schon richtig. So, wegen des Blumenstiels. Ne? Dann kommst du dahin. Das sind Haare. Das hier ist ein Teil vom Gesicht. Das hier ist da. Und jetzt müssen noch diese beiden getauscht werden. So. Yay! Der Portal, das Portal zum Feenreich. You wish to seek help from us. Our statue of spring is gone, replaced with a black hole of deceit. It's obvious those dwarves stole it, probably melting it down to appease their insatiable appetite for gold. Caretaker, I cannot help you fight this worm. Without our statue, we are powerless. Ich glaube nicht, dass es die Zwerge waren. Aber gut. Darf ich mich hier umsehen? Ist das okay? Die Göttin des Frühlings gibt der Erde die Energie für ihre Erneuerung, den Feen ihre magische Kraft und sie kann den stärksten Fluch bannen. Das ist sehr gut zu wissen. So, was ist das denn? Diese Platte ist aber schmutzig. Das nehme ich mit. So, das dann. Jemand zu Hause? Hallo, Post. Pizza liefert. So. Sie haben im Lotto gewonnen. Keiner da, ne? Okay, Zahnrad. 1 von 2. Und hier ist das Loch. Ich bin sicher, es war der Drache. Ja, das glaube ich allerdings auch. Was ist das? Was ist das? Ach so, liebe Zeit, was wir da alles machen müssen. Holzkäfer sind verrückt nach dieser Art von Holz. Okay. Wir haben aber keine... Das ist ein bisschen verschwommen hier, ne? Das ist schade. Diese Wurzeln versperren mir den Weg. Ach, die Wurzeln. Kann ich die denn hiermit entfernen? Nee. Ich muss die Wurzeln unter der Erde zerstören. Aber ich komme doch gar nicht unter die Erde. Okay. Dann geht's noch zum Ufer. Okay, so. Was haben wir hier? Da sehe ich doch ein Teil rumliegen. Das nehmen wir mit. Das sind die Holzkäfer. Aber ich habe leider nichts zum Transportieren. Das ist sehr blöd. Ein Ast, ein... keine Ahnung, irgendwas... Oh, ich erschrecke mich immer voll, wenn dieses Flüstern kommt. Was ist das? Oh, ich muss die Elster weglocken. Mit was Glänzendem vermutlich, ne? Ich habe nichts Glänzendes. So, das nehme ich mit. Aloe Vera ist immer gut. Aloe Blatt, genau. Das da nehme ich auch mit. Nasser Lappen. Damit kann ich den Spiegel säubern, oder was das war. Hier oben dich nehme ich mit. Genau, ich habe ja noch nicht so viel am Start. An diesem seltsamen Kasten fehlt die Verzierung. Okay. Gut, also probieren wir es erstmal mit dem hier. Was auch immer das hier ist. Ein Teller. Gut, die Schale glänzt. Genau das Richtige für die Elster. Jawohl. So, blink, blink. Der war doch viel zu schwer. Ich hinterfrag's nicht. Okay, wir sollen wieder Dinge sammeln. Eine Birne. Ach, das ist wieder dieses... Ja, genau. Ja, okay. Das da sehe ich schon.
Elefant, da bekommen wir das zweite Teil, finde ich gut. Schnecke, Fischgräte, eine Art Zahn. Das hier sehe ich da auch. Die Gabel nicht, ne? Nee. Die Birne. Jetzt nur noch diesen Zahn, oder? Das ist ein bisschen... Ja, doch, das andere haben wir ja schon gefunden. Okay, nur noch den Zahn, hier. So, das müsste es sein, ne? Was wird daraus? Der Elefanten... das Elefantenspielzeug. Ist das jetzt der schon der für ihn? Ja, ne? Mein Großvater hat immer gesagt, dass Aloeblätter helfen, Wunden zu heilen. Das stimmt. Das ist tatsächlich so. Überhaupt ist das eine richtig coole Sache, um... Warte mal, kann ich die damit aufheben? Nee. Ist das auch so, wenn man Stress mit der Haut hat, das ist eine schmierige Angelegenheit, aber hilft unheimlich. So, genau. Okay, ist der für dich? That's the last of them. You're a true caretaker. Thank you for all of your help. Sehr gern. This rune will unlock the portal to the dwarves. Okay, cool. Zwergenportal. Danke dir. Ich hoffe, dir geht es jetzt wieder gut. Ist alles okay? Ja, sieht so aus. Okay, nun denn. Also, das letzte Portal. Da haben wir es. Lass mich raten, vertausche die Kacheln. Natürlich. Okay, wähle zwei Kacheln aus. Okay, so, da oben haben wir das Gesicht. Passt das so? Ja, könnte passen. Das ist der Mund. Du kommst dahin. Das hier sind wilde Haare. Weiß ich noch nicht, aber du kommst da oben hin. Okay, das ist ein Wahnsinnsarm. Du passt so... Ah, das passt sogar hier, ne? Okay, hier irgendwas mit Kette. Ja. Noch mehr Haare. Ach, das ist einfach nur der Bart. Das sind Haare. Na gut, Bart sind auch Haare. Okay. Passt das besser? Das passt besser. Du hierhin und du dahin. So. Ja, yeah. Ob sich hinter diesem Portal das Elfenreich befindet? Nein, es ist das Reich der Zwerge. Hi. Moin, wer ist denn das da hinten? Tach. Barbies and Elves. I wouldn't help them if they were the last living things in Arrenhart. Once we lived in peace. But now the Elves have snubbed us. And the Barbies claim we stole their statue. More like they're the ones who stole my crown. Without it, I have no claim to the throne. So no, I can't help you. My kingdom is falling apart. Hör mal, merkt ihr nicht, dass da jemand versucht, euch gegeneinander aufzuwiegeln? Das nehme ich mit. Wer bist du denn? Und warum hältst du dir die Augen zu? Ist es zu hell hier? Ja. So, was haben wir denn hier so alles? Die Zwerge sind selbstverliebt. Der König hat sogar eine Statue von sich aufgestellt. Okay, ich sollte hier nicht... Okay, er will wirklich nicht, dass ich hier bin, ne? Okay, was machen wir mit der Krone? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kannst du mit dem Aloeblatt was anfangen? Nee. Ich muss ihm helfen. Ja, allerdings. Oh, was haben wir? Ach, guck mal, hier haben wir noch eine Speiche. Und wir haben auch noch einen Tontopf. Mit dem können wir... Ach du je, wenn ich jetzt noch wüsste, wo wir die Viecher gefunden haben. Nee, nicht hier. Wo waren die denn? Hier waren die doch, ne? Waren die nicht hier hinten? Da am Stamm, genau. Damit sollten die aufsammeln können. Ja, und sie gehen auch bereitwillig da hinein. Holzkäfer, super. So, und mit den Holzkäfern können wir jetzt hier was machen? Geht. Ja, ihr seid super. klar. Dankeschön. Sehr freundlich. Drei Speichen, damit gehen wir zurück dorthin und hier hinten an den Aufzug, ne? So, ja, genau. Zack. Ach so, ich muss... Ja, stimmt. Ohne Seil geht gar nichts. Stimmt, das war ja auch noch... Ja, schon klar. Okay. Die Elfenhäuser sind entzückend. Allerdings. Was machen wir denn jetzt? Da kommt die Krone hinein. Was jetzt? Was ist das?
Warte, 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 was ist das? Das ist eine. Z Ach, das ist die Zwergenkrone. Moment, die war tatsächlich hier versteckt. Was? Vielleicht doch nicht ganz so, dass der Drache an allem schuld ist? You say the worm stole my crown. He shall pay for deceiving the noble dwarves of Erenhard. Of course I will help you fight him. Meanwhile, you may go where you like in my kingdom. I will meet you at the Tree of Life when all is ready. Okay, cool. Freundin des Hofes, das finde ich sehr gut. So, was ist denn mit dir? Ich habe mal gelesen, dass Musiktrolle ruhig und friedlich macht. Okay, ja, können wir sicherlich arrangieren. Dieser Edelstein, ne, Smaragd wahrscheinlich, oder nee, Rubin. Rubin ist das. Smaragde sind grün. Dieser Rubin ist da so auffällig, den werden wir doch bestimmt mitnehmen müssen, oder? Weil er sieht auch dem da sehr ähnlich. Okay, was haben wir hier hinten? Oh, er ist ja noch hier. Naja, er hat ja gesagt. Es hört sich an, als ob das so passiert. Er hat ja gesagt, wir können hier rumfummeln, ne? So, wir lesen auch seine Post. Klar, kein Thema. Verehrte Majestät, ich schreibe euch hier diese Zeilen, um meine große Dankbarkeit auszudrücken. Ihr habt mir und meinem Nachbarn geholfen, unseren Streit über das Gold beizulegen. Ich freue mich, euch berichten zu können, dass wir unsere Mittel zusammengelegt haben, um einen neuen Minenschacht zu graben. Die Erträge daraus werden wir teilen. Eure Weisheit und hat unsere kostbare Freundschaft gerettet. Ach, ich stehe für immer in eurer Schuld, Tavion. Ja, cool. Okay, was hat das? Ach, da. Ah, ja. Zahnräder, die brauchen wir noch für den Aufzug, ne? Ja, diesen Kran. Hi, ich bin auf deiner Seite, wenn der böse Drache angreift. Ich zweifle an der Theorie, dass es sich um einen Drachen handelt. Okay, so, wir bleiben schon mal hier, ne? Gib mir einen Augenblick Pipi-Pause. Ich bin gleich wieder für euch da. Macht's gut!